Es ist angerichtet und das in jeder Beziehung. Traditionell findet am Vorabend zum Schladminger Flutlichtslalom-Klassiker The Night Race neben vielen Side-Events der Galaabend im Sporthotel Reuer statt. Prominente Gäste aus Kunst, Kultur und Politik sowie Fans und Freunde des Skisports lassen an diesem Abend ihre Sportler hochleben. Das ist einfach die Stimmung. Das Großartigste, was ich finde, ist, du kannst als Zuschauer fast den ganzen Hang einsehen und du stehst herunter in der Stadt. Dann hast du die Weltcup-Meile dabei. Ich finde, dass die Show mittlerweile unglaublich wichtig geworden ist. Und das Night Race hat sich einfach über die letzten 20 Jahre toll entwickelt. Und wenn man weiß, wo man gestartet ist 1973 mit dem Abfahrtsrennen, wo der Franz Klammer damals gewonnen hat, und jetzt über die letzten 20 Jahre, naja, da kann man schon sehr, sehr stolz sein, dass man so ein Rennen in der Steiermark hat. Ich habe gefragt, aber es ist ungefähr ein Drittel, wurde dieser Slalom von Österreichern gewonnen. Jetzt ist es mitten in Österreich und die Österreicher sind sichtlich sehr, sehr stark. Also das macht es natürlich noch doppelt spannend für alle, die da stehen. Also ich will sagen, ich bin total begeistert von der Gastfreundschaft Österreichs. Also wir sind hier sehr wohlwollend empfangen worden als Piefke. Und wir fühlen uns hier sehr wohl und es hat einen Riesenspaß gemacht bis jetzt. Natürlich, das Rennen ist schwer, das ist spektakulär. Aber die Atmosphäre vor dem Nachtrennen, vor dem Night Race, alles fokussiert sich auf den Hang, auf den einen Hang. Alle schauen auf den Hang, auf den Läufer. Es ist alles sehr, sehr eng und gedrungen und das macht die besondere Atmosphäre aus. Naja, es ist halt ein besonderes Event, den eigentlich am Anfang niemand haben wollte. Wir haben den Salbach angeboten und haben gesagt, nein, den Lampion-Bewerb wollen sie nicht. Sie wollen nicht Lampions. Und dann haben wir in Schladming halt angefangen mit dem Hans. Und das hat sich dann super entwickelt, weil es ist auch ein super Termin. Das Problem ist nur, dass das Fernsehen am Abend nicht so gerne einsteigt. Aber es hat sich so entwickelt, dass praktisch Schladming als Slalomrennen, ich glaube, das beste Rennen auf der Welt ist. Ja, es ist einfach so, dass einfach schon das Dabeisein als junger Läufer schon ein Riesenerlebnis ist und das bleibt schon in Erinnerung. Aber es ist halt nachher einfach so, dass man irgendwo seine Ziele doch nach oben steckt und irgendwann wünscht man sich, dass man da ganz vorne mitfährt. Und von dem habe auch ich geträumt und habe eigentlich daran gearbeitet, dass ich das einmal schaffe. Und gerade so ein Österreich-Sieg als Österreicher ist halt was Spezielles und nachher noch das schönste Rennen im Jahr als Slalomfahrer, das ist einmal da. 20 Jahre Night Race. Ein Jubiläumsrennen lädt zum Resümieren ein. Auch keine Frage, dass es der Marcel gewinnen wird, oder? Naja, ich glaube schon, er hat auch den Ehrgeiz, das jetzt hier zu zeigen, noch einmal, nicht? Wie kommen andere? Naja, da braucht man eine ordentliche Technik, da braucht man ein ordentliches Material und da braucht man vor allem sehr, sehr, sehr viel Können. Nein, ich glaube, dass der Marcel gewinnt. Wenn ich das wüsste, müsste ich nicht mehr Präsident werden, dann täte ich nur mehr wetten. Niki Lauda sieht das ganz ähnlich, weil das Schladminger Night Race natürlich eine very special Event ist. Das heißt, es geht ins Gleiche wie in der Formel 1. Man muss schauen, dass man kompetitiv performt. In der Formel 1 fährt man halt im Kreis und da fährt man berg runter. Aber grundsätzlich muss man Erster sein. Alles andere ist ein völliger Schwachsinn. Man muss schauen, wie man nach vorne kommt, das ist ganz klar. Das macht natürlicherweise einen Bürgermeister stolz. Aber es ist auch die Sicherheit, dass wir eine gute Möglichkeit haben, auch hier mit dem Night Race gute touristische Werbung zu machen, unsere Schneekompetenz und unsere Skisportkompetenz auch unter Beweis zu stellen und das Jahr für Jahr. Erst einmal ist es dieser Hexenkessel, der da im Planei-Stadion entsteht. Das ist wirklich wie bei einem Länderspiel. Und da sind jetzt am Anfang waren 27.000 Leute beim allerersten Mal, glaube ich, vor 20 Jahren. Mittlerweile sind da 50.000 Leute am Berg und es ging sogar noch mehr. Wer weiß, wie viele morgen sind? Ja, dass dieses Rennen entwickelt wurde von heute auf morgen und zum besten Nachtslalom eigentlich oder zum besten Slalom im Weltcup geworden ist. Und das können sich schon die Verantwortlichen auf die Fahne schreiben, dass sie das gut gemacht haben. Ja, aber der Marcel Hirscher ist auch großartig. Ja, der Marcel Hirscher ist sowieso der Hero, der Österreichische. Ja. Von dem erwartet man ja, dass er gewinnt. Ne? Und das darf man auch nicht unterschätzen, was das für ein Stress ist, wenn die ganze Nation erwartet, dass er gewinnt. Ja? Und dann noch locker und freundlich und nett und verbindlich zu bleiben, das ist nicht leicht. Alle, auch der Russe, also sind alle großartig.
Special Olympics Geschäftsführer Magister Markus Pichler holte sich letzte Anregungen für das nächste sportliche Großereignis im März, die Special Olympics Weltwinterspiele in Schladming, Ramsau und Graz. Wir haben auch eine Vision für unsere Menschen mit Behinderung, mit einer mentalen Beeinträchtigung etwas zu tun. Und daher können wir von Hans und seinem Team viel lernen und nehmen hoffentlich auch den Schwung mit für unsere Menschen. Und so nachhaltig, dass wir ja, vielleicht auch in 20 Jahren wieder dastehen und sagen, 2017 waren die Spiele, was haben sie gebracht? Niemand, der sein Bestes gegeben hat, hat es später bereut. Die Night Race Gala war einmal mehr die perfekte Einstimmung auf den Klassiker im Weltcup-Zirkus, das Night Race in Schladming. Woo!